Hi Leute und willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 diesmal. Tipps und Tricks. Ich habe einen coolen Animationsglitch gefunden im Story-Modus von GTA 5. Ich habe ihn gefunden, soweit ich weiß, hat ihn bis jetzt noch keiner hochgeladen. Von daher habe ich den einfach mal den Ghetto-Yoga-Fun-Animationsglitch oder sowas in der Richtung genannt. Jedenfalls, ihr kennt doch diese ganzen Aktivitäten von Michael, Trevor und Franklin. Also zum Beispiel, wenn er jetzt zu Franklin in dem Fall hier switcht, dann kauft er sich mal einen Kaffee oder er kauft sich mal ein bisschen Dope, ein bisschen Weed halt aus dem Dope-Shop und riecht da dran. Sowas halt, ja. Dann gibt's eine Aktivität von Franklin. Da ist er gerade mit Lamar im Ghetto unterwegs und Lamar, der streitet sich mit zwei so Ghetto-Typen, mit zwei Ghetto-Gangstern, ne? Und Franklin versucht Lamar davon abzuhalten, ne? So, und dann könnt ihr mal die zwei Typen verfolgen. Und die laufen da so ein bisschen die Straße runter. Und an der Ecke, wenn die an der Ecke angekommen sind, passiert Folgendes. Dann biegen die so ab, so in Richtung Mülltonne. Denkt euch, what the fuck, was machen die? Wo gehen die jetzt eigentlich hin? Und ab den Mülltonnen verfallen die in so eine Art, ich sag mal, Yoga-Position. In so eine ganz seltsame, gechillte, relaxte Pose. Ja? Die verkrepeln so ganz seltsam. Die schweben in der Luft, die Arme ausgestreckt, die Beine so angewinkelt, auch ein bisschen ausgestreckt. Und es sieht einfach extrem lustig aus. Ja, ich habe mir da echt kaputt gelacht, wo ich das gesehen habe, weil ich habe einfach mir mal gedacht, verfolgst du die einfach mal, gucken, was die machen. So, ja, just for fun, einfach nur so spontan, random, einfach eingefahren. Jo, macht Fotos davon, keine Ahnung, zündet die an oder jagt die in Luft, keine Ahnung. Mir ist was Lustiges passiert da bei dieser Situation. Ich habe versucht, die anzuzünden, habe da so eine Benzinpfütze hingeschüttet, habe die Benzinspur da gezogen bis dahinter zum, ja, diesem einen Parkplatz, habe die dann angeschossen mit meinem Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. So, dann ist der eine rechte hier von denen, der rechte rechts von den beiden ist so angefackelt, hat sich übelst erschreckt, zur Seite weggesprungen und ich dachte erst, ja okay, der wird jetzt wegrennen und nichts weiter machen, der kommt nicht mehr zurück. Was passiert? Er läuft wieder ganz gechillt zu den Mülltonnen und verfällt wieder in diese komische, seltsame, verkrüppelte Lage. Ja, diese ganz relaxte, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese ganz seltsame, relaxte Chill-Out-Glitch-Position. Was weiß ich denn? Diese Chill-Out-Haltung, so wie Stephen Hawking in seinem fucking Rollstuhl, was weiß ich. Anyways, probiert selber mal aus. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich diese Aktivität bekommen hatte, weil, weiß nicht, ich habe es vielleicht 10 Mal versucht oder mehr noch. Verfolgt die zwei Typen einfach mal und macht Fotos, zeigt es euren Freunden, was auch immer. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.